Hallihallo, Hallöchen und willkommen zurück zu Biomutant bei Hildegards Gast Talk auf Nekrums Channel. Ja, und ihr seht, ich habe ein bisschen Weg ohne euch zurückgelegt. Ich bin hier nur ein bisschen durch die Todeszone gelaufen und habe gegen diese Gegner gekämpft, die ihr eh schon kennt. Um jetzt hier den Wegpunkt, schaut ihr, ich war hier ungefähr so hier und bin dann einmal durch die Stadt schafft. Da gab es noch eine M-Karton-Wrackkiste, da bin ich dann mal hergelaufen. War noch kurz im Bum-Bunker, aber das war jetzt auch nicht so besonders. Und bin jetzt bei der M-Karton-Dockstation, okay. Und dann gucken wir uns doch gleich die Ankati-Festung an. Ich glaube jetzt, ich muss diesen M-Karton da unten stehen lassen, das finde ich ein bisschen schade. Zumindest habe ich das so verstanden. Naja, aber jetzt gucken wir mal. Oder könnte ich jetzt mir... Ach, den M-Karton könnte ich mir... Kann hier nicht herbeigerufen werden. Ja. So what? Dann gehen wir halt ohne los. Aber jetzt, bevor ich wieder falsch laufe... Na, wir gehen hier... Wir gehen hier den Weg entlang, sonst verlaufe ich mich wieder. Wie ist es denn jetzt eigentlich? Wir müssten dort ja herzlich willkommen sein, da die sich ja alle ergeben haben. Also der Stammeskrieg ist ja beendet, nachdem ich die Netra besiegt hatte als Jagdni-Verbündeter und davor die Myriad. Und dann wollten sich auf einmal alle ergeben und dann habe ich gedacht, ach ja komm, das machen wir mal, konzentrieren wir uns auf andere Sachen hier in dem Spiel. Ist das so ein, Entschuldigung, ich bin verwirrt, ist das so ein Klettergelb? Nee. Ist das die Festung? Ich pinkel hier erstmal hin. Ja. Ankati-Festung. Ah, ein Jagdni-Kumpel, hi. Da oben sind die Werkbänke. Oh, das ist ja cool. Schnickels, ein Schnickels. Oh, so ein Schnickel hätte ich ja gerne. Wie viel kostet das denn? Schnickelsurkunde. 1019. Ach, was kostet die Welt? Hallo! Das gefällt mir. Das ist irgendwie süß, aber dadurch, dass es so dunkel ist, passt das zu unserer dunklen Aura. Okay. Nubli Tutu. Was sind die Muckimacher? Sagt, das sind schwere Dinge zum Heben, damit du schwere Dinge besser heben kannst. Behauptet, Muckimacher gefunden zu haben, die könnten dir helfen. Du musst sie bloß finden und hochheben, und zwar oft. Okay. Interessant. Muckimacher gibt es hier also auch. Ist das hier ein Schwarzmarkt? Hahaha. Ha, ha. Also ich glaube, so wie die Festung hier aussieht, wären das auch eher böse Leute gewesen, die gut zu mir passen. Papfelbrot. Das sieht ja nicht lecker aus. Sagt, mit dir kann man immer gut über Dinge rätseln. Bist du sicher, dass das alles war? Fragt sich, ob die Pichu härter zuschlagen und so stark wie die Jagdni werden können. Ich kann nicht bleiben. Und er hat vollstes Verständnis. Danke, lebe wohl. So, ich räume hier kurz noch seine Schublade aus. Vielen Dank. Seuchenmaske. Die sieht ja ganz witzig aus. Aber weniger Energieregeneration. Das, ist schlecht bei einem Spielstil, wie ich ihn habe. Ein Schaft. So, jetzt hätten wir auch einen Schaft. Das heißt, wenn wir dann genug Teile haben und ich bin zu faul, was zu verschrotten, dann können wir auch eine neue Wumme zusammenbauen.
Taco-Drehbedeckung. Das sind Namen hier, echt. Langerschaft. Sagt der Baum des Lebens, siecht rasch dahin. Du musst tun, was du tun kannst, um ihn zu retten. Was ist das Muschelhorn? Sagt, es ist ein Horn aus einer Muschel. Ganz einfach, ja. Sagt, es wäre super, wenn du das Muschelhorn hören konntest, aber es ist kaputt. Darin liegt die Wurzel des Problems. Finde den Freund, um das Problem zu lösen. Ja, was für eine Musik das Muschelhorn wohl spielt. Jemand befreundet es würde gern darauf für dich spielen, sobald es repariert ist. Der Muschelhornfreund. Fragt, ob du nach Glibbo suchst, meint, er sei glitschig und liebt den Glibber. Weißt, dass du noch andere Dinge zu tun hast. Ja, so ist es. Ich hätte ja noch gerne Entdeckung. Sagst du mir, wo eine Entdeckung ist? Er hat Mitleid und eine sehr hohe Stimme. So, mal kurz die Aussicht genießen, mitten in der Nacht. Ja, nicht genießenswert. So, wo kam ich denn? Hallo? Da geht's noch weiter nach unten. Geht's hier noch nach oben? Ach nee, geht's gar nicht. Zuck. Gut, dass ich hier runtergeritten bin. Ja, also... Interessant sieht es aus hier. Das ist irgendwie nicht so spannend. Dann würde ich doch sagen... Schauen wir nochmal auf die Karte, ob irgendwas Sehenswertes in der Nähe ist. Der Wingo-Außenposten. Ich glaube... Dadurch, dass die sich jetzt schon alle ergeben haben, interessieren uns die Außenposten nicht mehr so. Insofern würde ich tatsächlich per Schnellreise zu Gizmo zurückgehen, weil das sagt uns ja auch gerade die Quest. Und so langsam habe ich Lust, mal in der Quest voranzukommen. Ah, ich bin auf einem Reittier, deswegen kann ich nicht schnell reisen. Okay. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, also das neue Reittier gefällt mir gut. Ich finde, der Ausflug hat sich diesbezüglich gelohnt. Und ich möchte immer noch irgendwie gegen Gizmo kämpfen. Das fände ich gut. So, dann mal los. Hallöchen. Der Squib. Er sagt, das sind genug Squibs, um die Krallkrankkanone des MK-Tons mit unendlicher Munition zu versorgen. Gute Arbeit. Halleluja. Eine Krallkrankanone? Ich weiß es nicht. Kann sich der MK-Ton durch Glibber fortbewegen? Das ist nicht seine sauberste Erfindung, aber es wird reichen. Saug damit die glibbrigen Ölpfützen auf, damit der MK-Ton passieren kann. Gizmo hat schon früher an Fahrzeugen für den Kampf gegen den Jumbo-Knäuel gewerkelt, doch alle schlugen fehl. Dieses Mal ist es aber anders. Der MK-Ton wird stark genug für diese Aufgabe sein. Dem Weltenfresser muss jetzt Einhalt geboten werden, ansonsten ist der Schaden am Weltenbaum nicht mehr zu beheben. Vor deinem Kampf mit dem Knäuel bleibt noch Zeit, um den MK-Ton zu verbessern. In der Todeszone gibt es mehr Wrackkisten mit Ausrüstung. Du kannst den MK-Ton damit selbst ausstatten. Stark genug? Er ist bereits recht robust, doch wenn du ihn verbesserst, erhöht das deine Siegchance. Ich weiß, dass du noch mehr weißt. Stimmt dir zu, dass ein neuer Anfang nur möglich ist, wenn alles in Flammen untergeht? Oh, immerhin. Ich will dich nicht länger aufhalten.
Danke für deine Zeit. Ist überrascht, dass du aufbrechen musst? Oder ist nicht überrascht? Habe ich das jetzt überlesen? Ja. Jetzt kommen wir wieder zu meinem Dilemma. Ich möchte doch den Jumbo-Knäuel gar nicht besiegen. Ist der da hinten? Ja. So, und da ich das nicht möchte, gehen wir jetzt zu Glibbo. Ja. So, Glibbo dürfte nicht weit entfernt sein. Die Frage ist nur, wie kommen wir da hin? Können wir da einmal drüber gleiten? Oder kommen wir dann wieder irgendwo hin, wo wir nicht mehr wegkommen? Ich probier's. Gibt's noch eine höhere Stelle? Ja, ich glaube, das ist dann so weit von der Kante weg. Das bringt mir nicht wesentlich mehr. Subnautica-Station. Ach, das war doch gar nicht schlecht hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was Glibbo mir erzählt. Da muss man bestimmt die Glibbergleiterkisten suchen, oder? Ach, es sieht irgendwie ganz hübsch aus hier drin. So, nochmal kurz erleichtern. Ja, wir sind hier richtig. Und zwar goldrichtig. Und da ist der Glibbo. Ja. Es ist schön, dich wiederzusehen. Sein Name ist Glibbo. Er hat dir in den alten Tagen versucht, das Schwimmen beizubringen. Erinnerst du dich? Glibbo meint, du warst als Kindling so aufrichtig. Das kann er immer noch spüren, selbst aus der Ferne. Glibbo sagt, Erinnerungen schwinden erstaunlich schnell. Jeder ist die Summe der eigenen Erinnerungen. Nur zusammen kann man sich an die Geschichte so erinnern, wie sie wirklich war. Ich erinnere mich auch an dich. Ihn vergisst man nicht so schnell. Niemand außer ihm ist so glubbig. Er ist einzigartig. Er versteht, dass du zurückgekehrt bist, um gegen Lupa Lupin zu kämpfen. Dieses Schicksal hast du all die Jahre mit dir herumgetragen. Er sagt, die Katastrophe damals hat das Gute in dir nicht ausgelöscht. Es ist immer noch da, so hell leuchtend wie in deiner Kindlingszeit. Jetzt ist die Zeit gekommen, um dich zu erinnern und zu handeln. Dein Leben ist dein Leben, keine Geschichte, von der du nur gehört hast. Ich will Rache. Er versteht deinen Wunsch nach Rache, glaubt aber nicht, dass du weißt, wie du dich fühlen wirst, wenn du sie bekommst. Ja, es geht gar nicht schnell genug mit der Dunkelheit. Da, da, da. Dunkel und Licht haben mal wieder ein nettes Gespräch. Schätzt, dass die Welt am Ende ist. Selbst der Glibber wird sein glibbriges Ende finden. Ja. Wünschst du, hättest den Glibber nicht noch glibbriger gemacht. Was haben wir gemacht? Fragt sich, warum du mit den Jagni flatterst. Das sind Nesthocker, die bloß ihre Zeit vergeuden. Aber hey, zurück zum Glibber. Gestern ist bereits vorbei. Es kommt darauf an, was du heute und morgen tust, um weiterzukommen. Du solltest die Vergangenheit fürs Erste ruhen lassen. Er kann die Subnautica-Station nicht verlassen, weil die Verschmutzung seinem Anzug zu stark zugesetzt hat. Du musst also genug Schrott sammeln, um seinen Glibbergleiter zu verbessern. Fang mit der alten Wrackkiste draußen an. Aha. Du solltest zurückkehren, sobald du den Schrott gefunden hast. Du sollst so schnell wie möglich dafür sorgen, den Glibbergleiter gegen den Pummelschnauber kampfbereit zu machen. Steht es um den Glibbergleiter so schlecht? Er hält dich über dem Wasser, doch wenn er dich durch den dichten Glibber zum Pummelschnauber bringen soll, muss er noch verbessert werden. Ja. Aber haben wir nicht schon einen Schrott gefunden? Ja, nette Antwort nicht. Begib dich in den Abflusskanal. So, wie viel haben wir denn eigentlich schon von der Karte gesehen? Also, da ist ein Weltenfresser. Da oben links ist der nächste.
Und dann geht es hier noch relativ weit hoch. Hier ist noch ein Weltenfresser. Da wollte ich ja mal vorbeischauen. Das ging nicht. Da ist auch noch einer. Also. Ja, ich würde sagen, so die Hälfte von der Map haben wir gesehen. Jetzt habe ich geschnallt, wo ich hin muss. Toll, in den Abflusskanal muss ich jetzt rein. Das stinkt doch bestimmt. Sieht eigentlich ganz sauber aus hier. Jetzt bin ich aus Versehen wieder rausgegangen, ja. Ach ja. Erstmal richtig gucken. Sorry, bin abgerutscht. Okay, ich sehe schon, aber gibt's hier noch was? Habe ich's doch geahnt. Experiment 101-Jacke. War der Publisher? Ich weiß es nicht mehr. Wer 101, Experiment 101 war. So, ein Rotationsrätsel. Ich glaube, das kriegen wir hin. Gerade so. Durchbricht die Wand mit der... Oh, hallo. Dun, 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 dun. Her mit der Klonkfaust. Alle guten Dinge sind drei. Gut. Mit welcher Waffe haben wir denn überhaupt gespielt? Mit der Buror-Kruglinge, oder? Das ist schwierig, hier den ganzen Kram auszusprechen. Oh, ein Leiterplattenrätsel, okay. Um auszuwählen, welches Licht ausgewählt ist, okay. Um die Farbe eines Lichts zu ändern, drücke A. Wird die Farbe eines Lichts geändert, so ändern sich auch alle angrenzenden Lichter. Nutze deine verfügbaren Züge, um alle Lichter grün zu machen. Schalte die Dioden in der richtigen Reihenfolge, damit die ganze Leiterplatte grün wird. Okay, das sind nur die drei. Das heißt, wenn ich das jetzt auf grün mache, dann wird das rot. Und wenn ich das wieder auf grün mache, wird das rot. Ist das richtig? Das heißt, ich mache das so und so. Das war falsch. So und so. Ah ja. Ah, ich hab doch gewusst, da leuchtet noch was. Eine Nagelplatte. Und Schulterpolster. Aber schlecht für meine Ki-Energie ist das. Ich muss zwar nicht mehr so oft schwimmen hier, aber Ki-Energie finde ich eigentlich trotzdem nicht schlecht.
Gesundheitspaket, okay. Ah. Das wäre so der Klassiker zum Übersehen und dann denken, hä, wo ist... Ein Hobel! Oh. Da bin ich doch glatt festgepackt. Oh, es ist müde. Ich finde die Gegner hier süß. Muss ich schon sagen. Ah ja, eine Glibbergleiterkiste. Mit ein paar Bewachern. Ich glaube, ich mache erst diese blöde Knarre kaputt. Gut. Eieiei. Hey, hey, hey. Komm, ich hau dich. Oder du mich. So, der Dicke ist schon mal schlafen. Hab ihn ins Bettchen gebracht. Großes Energiepaket. Hast du was für mich? Oh, schade. Traktorino. V32. Ein V32, nicht schlecht. Durchdringer. Hier. Gut. Damit dürfen wir wahrscheinlich dann schon mal zu, oh, was ist das? Mhm. Damit dürfen wir dann wahrscheinlich schon mal zu Glibbo zurückkehren, hoffe ich. So. So. Ach, voll die Abkürzung. Das ist ja prima. Dann schaffen wir das ja noch in der Folge. Vielleicht mit dem Glibbergleiter das erste Mal zu fahren. Das fände ich nicht schlecht. Er hat den Glibbergleiter zum Laufen gebracht. Er verfügt jetzt über einen Greifhaken und ein Sammelnetz, aber keine Panzerung und auch kein Motor, der stark genug ist, den dichten Glibber weiter draußen zu überwinden. Wozu der Greifhaken? Auf dem Nass dümpeln Müll und Trümmer herum, die dir den Weg versperren oder abgeschleppt werden müssen. Du benötigst ein Gerät, um sie wegzuräumen. Glibbo meint, Gizmo habe eine Kanone für den Glibbergleiter entwickelt, doch statt Kugeln verschießt sie Quaker oder Quaker, quietschende Ablenkung für den hochaufmerksamen Pummelschnauber. Das verschafft dir Zeit, um dich in Position zu bringen. Du solltest am besten mit Schlucker reden, wenn du Quaker suchst. Er kennt sich auf der Nassinsel aus und weiß, wo sich die Quaker am liebsten herumtreiben. Ja, du wirst also die Ehre haben, Schlucker beim Sinky-Ding zu besuchen. Er wird dir sagen können, wo du die Quaker findest. Sinky-Ding?
Dort torkelt er herum. Schlucker weigert sich, diesen Kahn zu verlassen, obwohl ihm dort immer übel wird. Klippo weiß nicht, ob er nasskrank ist oder ob es am Radiumsirup liegt. Aha, und hier haben wir unser Wassergefährt. Sehr schön. Verwende die übliche Bewegungssteuerung, um mit dem Glibbergleiter zu fahren. Du kannst die Geschwindigkeit des Glibbergleiters erhöhen, drücke dafür. Um den Glibbergleiter anzupassen, springe auf ihn und benutze die Reittier-Rufen-Taste. Ja, wie beim M-Karton so ein bisschen, ne? Wo habe ich hier... Habe ich hier schon gepinkelt? Entschuldigung. Da ist der Schlucker. Okay, das machen wir einfach. Und jetzt fahre ich noch hier raus. Und dann würde ich sagen, ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr dann mit mir zum Schlucker gleiten wollt, dann schaltet ihr einfach die nächste Folge wieder rein. Ich würde mich sehr freuen. Und noch mehr würde ich mich natürlich über ein Däumchen, ein Like oder Tipps in den Kommentaren freuen. Ja. Und dann sage ich mal... Was ist denn das jetzt? Das machen wir noch kurz. Faszinierend, was man früher hier so getrieben hat. Ich frage mich, ob irgendwas davon noch Bedeutung hat. In der alten Zeit war das hier ein Hafen für Boote, die unter das Nass tauchten. Sie haben mitgeholfen, das Nass in Glibber zu verwandeln. Ja, warum sollte man das Nass vermüllen? Toxanol hat das nicht mit Absicht getan, glaube ich jedenfalls. Für diese Sauerei haben ihre Maschinen gesorgt und hinterher haben sie nicht aufgeräumt. Hier sollte sich eine Spur befinden, du musst nur die Augen offen halten. Ah ja. Okay, ja, aber wir bleiben bei unserem Plan, zum Schlucker zu fahren. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.